Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja, Leute, wir haben immer noch sehr, sehr viel zu tun. In der letzten Folge haben wir ein bisschen mehr gesammelt, sehr, sehr schön. Leider haben wir einen Geburtstag verpasst. Sollte uns nicht wieder passieren, hoffentlich nicht. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, wir werden jetzt mal zu unserem Feld gucken. Oh, die Pollen, sie fliegen wieder. Was haben wir denn heute? Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Piers Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten. Pierre. Ja, sie möchten alle was verkaufen, ne? Auf jeden Fall. Aber wir müssen erstmal genug Geld haben, ne? Dass wir uns das leisten können. Hier. Erstmal noch ein bisschen gucken, dass wir sammeln. So. Bin mal gespannt, wann wir die ersten Erdbeeren haben. Ich hoffe, wir kriegen die noch. Nicht, dass der Frühling jetzt so bald so vorbei ist und unsere Pflänzchen hier kaputt gehen. Na, Omi hat uns schon gewarnt oder einen netten Hinweis gegeben, dass wir ja darauf achten müssen. So, ne? Nacho ist wieder unterwegs irgendwo. Ach, da sitzt er wieder. Hallo. So, der kleine Streuner. Wir gucken auf jeden Fall weiter, dass wir vielleicht noch so ein paar Beeren finden irgendwo. Diese Axt würde ich sehr, sehr gerne finden. Wir gucken noch mal in diesem anderen Wald. Hier haben wir auch schon so einen Baum. Das ist super. Oder Busch ist ja kein Baum. Haben wir hier schon mal eine Beere. Hier haben wir noch ein Blümchen. Wir müssen gleich mal gucken, wann der Geburtstag war. Hier haben wir auch noch Beeren. Das ist toll. So, schwupp. Und schwupp. Hier haben wir auch noch einen. Das ist gut. Dann finden wir jetzt mal endlich ein bisschen mehr. So, komm, wir gucken noch mal, wann dieser Geburtstag war. Das war, glaube ich, die, die so schlechte Laune hat immer, ne? Na, komm schon. Willst du mir nicht zeigen, doch jetzt übermorgen. Und dann ist der, der auf jeden Fall schlechte Laune hat. Danach hat Pierre und Emily Blumentanz. Gut. Wissen wir Bescheid. So, dann gucken wir mal hier hoch. Ich glaube, uns fehlt noch einer zum Hallo sagen, ne? Wir haben noch so viel zu tun. Sag Hallo. Ja, 27 Leute. Uns fehlt noch eine Person. Wäre natürlich auch schön, wenn wir den noch finden könnten. Ich weiß nur nicht genau wo. So. Gucken wir hier auf dem Spielplatz. Hier spielt auch keiner, ne? Ach, guck mal. Super. Die kleinen Kinder, die spielen lieber irgendwo so, ne, als auf diesem Spielplatz. Wegen dem Gebäude müssen wir auch noch gucken. Also, ja, wir haben
noch richtig viel zu tun. So, hier. Schwupp. Haben wir das? So. Auf jeden Fall finden wir jetzt mal ein bisschen mehr. Das ist schon schön, ne? Dann verdienen wir ein bisschen mehr Geld. Hier kommen wir leider nicht hin. Aber naja, ne? Immerhin ein bisschen. Ach nee, wir gehen mal hoch. Wir gehen mal da in den anderen Wald noch gucken. Hier haben wir auch noch so einen. Nehmen wir noch mit. Kommen wir da hin? Ja. Das ist super. Die Axt von der, hier. Das wäre es noch. Wenn wir die noch finden könnten. Das wäre schön. Hier haben wir noch so Beeren. Schwupp. Nehmen wir alle mit. So, gucken wir mal. Hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß auch nicht, wie. Ich glaube, hier geht es auch nicht viel weiter mehr, ne? Da haben wir irgendwie einen Vogel. Nee. Sind wir schon am Ende? Ach so, diese eine Brücke könnten wir da auch noch mal bauen. Holz haben wir ja. Sollten wir mal machen, ne? Er steht da. Aber ihn kennen wir schon, glaube ich. Ne? So. Ach so, das ist das Haus hier von der Schreinerin. Hier wohnt der da gerade stand. Weiter kommen wir hier, glaube ich, nicht. Nee, wie kommen wir denn da runter? Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Ach, jetzt kommt er. Gucken wir mal. Da waren noch Bären. Bären. Kein Bär. So, schwupp. Da können wir nicht hin. Ja, irgendwie eine Mine oder sowas ist das hier vermutlich. Gucken wir mal weiter. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Guck mal hier. Abenteuergilde. Nur für bewährte Abenteurer. Dürfen wir noch nicht rein. Okay, dann dürfen wir das noch nicht. So, was ist das hier? Sollten wir sehr wahrscheinlich nicht runterfallen, ne? Hier geht's nicht weiter. Gut, wissen wir, da geht es auf jeden Fall noch weiter. Nur im Moment noch nicht. Ja, gut, wir müssen hier in solche Minen oder so, müssten wir dann auch mal gucken. Machen wir auch. Er steht da wieder. Aber ihn kennen wir ja schon. Der mit dem interessanten Namen ist das, glaube ich. Hier kommen wir sonst nicht lang. Gucken wir mal hier. Hier können wir noch gucken. Ach, da haben wir noch einen. Zack. Dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir hier noch lang gehen können, dass wir die Wege erstmal ein bisschen kennenlernen. Jetzt sind wir wieder bei uns hier, ne? Ja. Jetzt sind wir wieder bei uns auf der Farm. Na, Nacho? Alles gut? Er freut sich. So. Na, willst du mir was zeigen? Oder willst du Stöckchen spielen? Hm? Du? Ja. Komm, wir tun erstmal,
bisschen was ablegen. Wupp. Ab in die Kiste. Aber irgendwo den Dings haben wir nicht gefunden, ne? Also diese Hacke oder Axt. Nee, komm, wir machen diesen. So. Und eine Blume können wir da auch noch reinlegen. Hier. Ja, oder so. Ist egal. Wir haben ja noch in der Kiste, glaube ich, drin. Was sagt unser Blumenkohl? Alles gut. Ach so, nee, hier wollte ich mal gucken. Warum wächst dieses hier nicht? Diese Kiste. Ja, wir haben noch. So. Ach so, wir könnten mal hier dieses Huhn noch wegbringen. Und nehmen das auch mal mit. So. Okay, dann bringen wir das mal eben noch zum Museum. Dann haben wir es weg. Dann haben wir das gemacht. Aber solche Würmchen haben wir schon lange nicht mehr gefunden jetzt, ne? Vielleicht kommen die jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht. So. Gucken wir mal. Hier war es nicht. Wo war denn das jetzt nochmal? Also, ich glaube, einmal hier rüber. Hier sind wir bei dem Laden. Hier, ne? Nee, das ist der Schmied. Aber dann ist es, glaube ich, ein weiter unten, ne? Gucken wir hier. Es ist verschlossen von 8 bis 18 Uhr. Schade. Na, dann machen wir es morgen. Ach so, es wird schon wieder. Ach, es wird schon wieder dunkel. Schade. Die Tage gehen so schnell vorbei. Jetzt ist es schon wieder, wird schon wieder Abend. So, na dann ab nach Hause, ne? Ach nee, da geht's zum Strand. Da wollen wir jetzt nicht hin. Da ist dieses Dings. Hier sind wir auf dem Friedhof. Hier geht's lang. So. Dann haben wir den Tag schon wieder geschafft. Leider. Und wir kommen nicht viel, also so viel geschafft haben wir jetzt eigentlich dann gar nicht, ne? Wir haben zwar schön gesammelt, aber naja. So, gucken wir mal. Dass wir hier noch vielleicht so ein bisschen frei machen. Wäre ja nicht schlecht, ne? So. Noch so ein bisschen Holz hacken. Dass wir hier dann nochmal so ein paar Felder mehr machen könnten, würde ich ganz gerne. Jetzt wird es gleich schon wieder ziemlich spät, vermutlich. So, haben wir alles eingesammelt? Ja, ich denke schon. Ja. So. Den machen wir hier noch weg. Damit. Schwupp. Dann gucken wir gleich natürlich noch wieder zu unserem Wetterbericht. Legen wir einmal ab. Hier. Schwupp. Eine Eichel und ja, das haben wir auch hier. Den Rest haben wir drüben. Okay. So, dann machen wir das. Na, nicht so. Schwupp und schwupp. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Das ist gut. Soweit. Dann bringen wir morgen diese Hühnerstatue weg. Na, Nacho? Komm, jetzt gucken wir, was das Wetter morgen macht.
Wetterbericht. So, willkommen. Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Morgen wird ein wunderschöner, sonniger Tag. Das ist super toll. Vor allen Dingen ohne diese fliegenden Pollen da. Ist ja nicht so schön. So, dann wollen wir ins Bett. Ja. Gucken wir, ja, jetzt haben wir genau, wir haben da was für bekommen. Dann haben wir das gestern auch auf jeden Fall. Schon mal schön, dass wir ein bisschen was dazu bekommen. Ja, und das war der 16. Tag im Frühling. Guten Morgen, schöner Morgen. Ja, Leute, heute werden wir auf jeden Fall hier dieses Teil wegbringen ins Museum. Mal gucken, und wir dürfen auf jeden Fall diesen Geburtstag nicht vergessen von der Pam, heißt sie, glaube ich, die eh schon ein bisschen schlecht gelaunt ist meistens. Aber ich glaube, die hat morgen erst Geburtstag. So, und wir werden jetzt hier wieder eine kurze Pause machen und werden uns morgen wiedersehen. Ja, hallo ihr Lieben. Da hat doch gerade mein Aufnahmeprogramm irgendwie ein Problem, immer wenn ich mich verabschieden möchte von euch. Warum auch immer wurde die Aufnahme gestoppt. Aber Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!